So, Material gerichtet. Alles dabei, wie versprochen, die zwei Bombscheiben. Dann nimmst du jetzt einfach das, was dir besser gefällt. Dann hier habe ich dir jetzt eine Unterlagscheibe noch reingemacht. Das dient nur zum Einbauen. Das heißt, wenn du das dann einschweißt, an den Rahmen dran, warte mal, ja, hier, dann lässt du die Scheibe drin. Und wenn du dann fertig bist, dann machst du die Scheibe raus und ziehst die Schraube richtig an. Dann funktioniert das. Bitte alles nachschweißen, also einbauen, gucken, kontrollieren, ob alles passt. Weil so kannst du nur noch die Platte verschieben. Wenn es schon durchgeschweißt ist, ist es scheiße. Dann im eingebauten Zustand möglichst viel schweißen, wegen Verzug. Dann abkühlen lassen, rausbauen, im ausgebauten Zustand fertig schweißen, lackieren, einbauen. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da ist die Sturzeinstellung. Da ist auch noch so ein Ring drunter zum Ausgleichen. Selbsterklärend. Lenkanschlag. Falls du es wirklich brauchst. In den meisten Fällen brauchst du sie aber nicht. Falls du Frage hast, melde dich einfach. Zum Einbau. Du machst es dann praktisch so. Du misst von dem hinteren Rad auf das vordere Rad, immer Radmitte. Und dieses Maß nimmst du dann erstmal an. Also wenn das drin ist und du schweißt dann diese Sache ein, stellst du dir das Rad am besten im eingefädelten Zustand so hin, dass du es festpunkten kannst und dann erst fertig schweißen. Und das Maß vom hinteren Rad, vom vorderen Rad, sollte möglichst gleich sein wie das Originale. Und den dann halt im Endeffekt so einstellen, dass du vor und zurück kannst. Weil wie wir wissen, alle Polos sind ja nicht unbedingt gerade und so kannst du dann ausgleichen in beide Richtungen. Ich glaube, das war alles. Bis dann. Ciao.